Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Slash und ich höre mich sogar leicht schon im Echo. Das ist die Jessie, die auch schon drin ist. Viele Leute sind auch schon. Das war für diesen extra epischen Effekt, ne? Du kennst es ja, wenn in diesem Film ist Let's Slash. Und dann Let's Slash! Okay, jetzt nicht so laut, sonst fliegen wir die Ohren. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind in einem ganz neuen Spiel. Archblade und Nitrado hat da extra für uns, damit wir hier spielen können, so ein bisschen den Server gehackt und uns so eine Version hier zusammengefriemelt. So, ich muss jetzt mal gerade meinen Charakter auswählen. Machen wir auch Matchstart, ne? Ja, Matchstart. Ready. Ready und es geht los. Und wir haben das große Glück, dass nicht nur der Rahmschnitzel mit uns im Channel ist, wie immer, sondern auch die Jessica. Die übrigens in welchem Team eigentlich gerade ist? In deinem. Hallo. Hallo. Wie heißt du im Spiel? Jessica. Sehr praktisch. Genau, hier geht es also eindeutig darum, dass wir so eine Domination-Map ist das im Endeffekt, ne? Ja, genau. Wir es eben gibt noch drei Punkte hier. Zu einnehmen. Und das Ziel ist es, 1000 Punkte zu kriegen und für jeden eingenommenen Punkt sozusagen links einen Punkt zu holen. Ungefähr. Also wenn man 3 Punkte eingenommen hat, kriegt man 3 Punkte und der Gegner bekommt gar nichts. Ich bin schon gerade platt gemacht worden. Übrigens, der Rahmschnitzel, der kennt das Spiel jetzt noch nicht so wahnsinnig. Ich habe es auch erst einmal gespielt. Ich glaube, wenn du H drückst, dann wird dir alles angezeigt, was du machen kannst an Aktionen. Oh, genau, für Help. Und ach so. Das ist eigentlich ganz cool. Also man muss das vor allem mit seinen Special-Fähigkeiten so ein bisschen haushalten. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe das jetzt quasi noch gar nicht gespielt. Deswegen muss ich gerade auch die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen runterstellen. Den Gegner erkenne ich an dem roten Namen und Balken, ne? Richtig, genau. Wow. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist so ein bisschen ja ähnlich wie bei League of Legends, dass man immer mehrere Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten spielt. Mhm. Richtig? Genau. Und was hast du denn, Jessica, als Held? Ich habe einmal Hyde, ist so ein elfenmäßig Fernkämpfer. Kann sich als Special-Ding unsichtbar machen, was eigentlich ziemlich lustig ist, gerade bei so Capture-Dingern, weil man da einfach vorbeilaufen kann und dann einnehmen. So, jetzt pass auf, ich mach mal hier meine Fähigkeit. Hahaha. Was kannst du denn? Ich habe einen Käfig um die Leute rummachen. Ah, du bist der Erste. Genau, und das ist super. Ich habe gerade den ersten Kill gemacht, zusammen mit Mina DK. Ich kann durch meinen Käfig wieder hinauslaufen und diejenige, die drin steht in dem Käfig, der Gegner, kann das natürlich nicht. Hier auch nochmal. Schön mitgeholfen. Meine erste Fähigkeit, die ich habe. Oh, jetzt geht's mir schlecht. Meine erste Fähigkeit, die ich habe, ist nämlich ein Lebensentzug. Das heißt also, da wird sequenziell immer dem Gegner Leben abgezogen und mir hinzugefügt. Also auch eine sehr coole Fähigkeit, muss ich sagen. Jetzt läufst du gerade vor mir, Jessica. Du bist dieser Dunkelelf. Genau. Und du kannst dich unsichtbar machen, wie ich gerade gesehen habe. Mm. Ich finde es sehr cool, dass die ganzen Helden so unterschiedliche Fähigkeiten haben. Gefällt mir sehr gut. Also, was ziemlich nervig ist. Warte mal, komm mal zurück. Hier ist dein Kollege, der vom gegnerischen Team. Das Dumme ist, das Einzige finde ich, dass man nicht sprinten kann. Ja, und man ist vor allen Dingen, wenn man auf Shift drückt, dann macht man ja auch eine spezielle Fähigkeit irgendwie in irgendeiner Form. Ja, hast du gerade gesehen. Aua. Und das passiert mir häufig, dass ich es aus Versehen auslöse, weil ich eigentlich sprinten möchte. Man ist es so gewohnt, dass eine gewisse Steuerung eigentlich so Standard ist. Genau, aber wir spielen hier, ich glaube, ein Spiel aus Korea, so wenn ich das richtig sehe. Vom Design her auf jeden Fall. Genau, und dadurch ist das vielleicht auch einfach ein bisschen anders. Da ich werde mal hier meiner Kollegin helfen. Ich nehme mal schnell den Spawn ein, das 20 bis jetzt werden. Boah, Alter. Ich glaube, wenn man angegriffen wird, in dem Moment kann man seine Fähigkeiten nicht auslösen, ne? Sondern ja, man genau, muss immer. Gerade beim Linksklick, bei deinem Char ist das so böse, weil man halt. Du hast einen Flächenskill und man hat einfach gar keine Chance mehr. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen, ja. So, hier zum Beispiel. Ich muss leben. Zack. Hallo. Eingesperrt. Oh, jetzt bin ich aber trotzdem tot. Aber du kannst sie vielleicht wegmachen, Stella. Geht eigentlich mein Käfig weg, wenn ich sterbe? Nee, der bleibt. Au. Und Gott, bleibt okay. Oh, jetzt habe ich meine eigene Partnerin eingesperrt sozusagen. Ich glaube, die haben wir weggemacht. Sehr gut.
Und designmäßig finde ich es eigentlich auch ganz cool. Also es hat so ein bisschen so einen cartoonigen World of Warcraft-Style irgendwie, ne? Ja. Stimmt, ja. Also die meisten Charaktere sind tatsächlich Melee-Charaktere, aber es gibt auch ein paar Fernkampf-Charaktere, die durchaus... Lara, wir kämpfen mal zusammen, das ist ja hervorragend. Aber zwischendurch ist man auch schneller. Ich weiß nicht, ob das auch eine Fähigkeit ist, wenn man dann schneller läuft oder was gemacht wurde. Aha! I know. Double Kill! Execution! Oh, nice. Das war übrigens meine erste Fähigkeit, die hier gerade mir den Kill beschert hat. Nini! Doch. Ja, doch immer die gleichen. Die ist aber voll nicht reingekommen, also als sie in die Nacht anscheinend als irgendwie anders anscheinend. Aber rausgekommen ist. Mach mal ganz kurz nochmal, doch nochmal den Sound ein bisschen. Ah, oh Mann, ey, da wird man voll ins Kreuzfeuer genommen hier. Ja, zu Recht. Überhaupt nichts mehr. Wie zu Recht? Ich sterbe doch eh schon die ganze Zeit. Oh, wenn man übrigens neu startet, also gespawnt wird, dann fliegt man aus dem Optionsmenü raus und ist auch sofort wieder drin. Finde ich auch lustig. Aha. Also wir spielen hier noch Early Access, muss man ja sagen. Es ist noch Early Access. Au. Aber dafür macht schon nein, ich bin runtergesprungen. Richtig Spaß. Ich bin runtergesprungen, nachdem ich dich getötet habe. Ja, sehr gut. Da sieht interessant aus. So. Das einzige Dumme, was ich jetzt gerade an Archblade finde, ist einfach, dass es so wenige Maps gibt und teilweise auch echt nur 2 bis 6 Leute drauf spielen können und einfach keine für mehrere Leute gedacht sind. Also 14 Maps ist das bisher? Momentan, also Maps sind glaube ich 8 oder so und das Maximum sind 14 Leute pro Spiel im Endeffekt und ich glaube, wir haben hier momentan auch 14. Also es gibt auch andere Maps, da ist das ein bisschen anders. Rahmschnitzel, da bist du. Bleib doch mal stehen. Ich laufe mal durch hier auf die andere Seite. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Ich kann das einnehmen hier, theoretisch, wenn mich niemand umbringt. Ich aber. So wie jetzt gerade. Jetzt hat mich mein Kollege umgebracht. Verdammte Axt nochmal. Ich wollte einfach mal ein bisschen offensiver sein hier. Ja, auch richtig. Muss man ja tatsächlich sagen. Wir führen nämlich momentan, so wie ich das sehe. Ist gut. Ne? Machen wir das, ja. Ja, mach mal. 6-6-4. Also du nicht. Nee. 4-7. Da kommt noch einer, die Linie. Ach, stimmt. Zack, weg damit. Genau, es gibt hier, es ist wirklich so ein bisschen wie bei so einem, wie nennt man das? Kampfgame, so ein Fighting-Game, wie früher. Wie hieß denn das? Streets of Rage oder so. Man kann auf jeden Fall so eine Art Kill. So eine Art Kombos machen. Oh, ich bin verliebt in irgendjemanden. Passt ja noch, wir haben einen Tag nach Valentin. Ja, Valentinstag. So, und das ist jetzt gut. Jetzt habe ich die Franzi mal eingefangen. Ah, aua. Ja, hier kommst du jetzt nicht mehr so einfach raus, Franzi. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mit beschäftigen hier. Double kill. Boah, gleich ist er tot. Jawoll. Ich sehe ja Epic Hero, ja. Ich sehe ja so ein bisschen aus wie dieser König der Toten bei Herr der Ringe, ne? Finde ich. Ja. Wie hieß denn noch dieser, das gab doch auch einen Namen für den. Ja. War das nicht einfach der Hexenkönig? Ja, genau, der Hexenkönig. Oder Hexenmeister, Hexenkönig, ich weiß nicht. Hexen. Irgendwas. So, wir können das hier einnehmen, ne? Mit Steuerung König, können wir hier mal einnehmen. Oh, der Dutchie kommt hier rein. Ihr wollt überhaupt nichts einnehmen, hallo? Mit E kann man auch blocken. Ich glaube, es geht los. Doch ziemlich viel. Bei den weiblichen Charakteren kann man ja schon auch öfter mal unter den Rock gucken, ne? Ist mir aufgefallen. Ja, wenn sie einen Rock besitzen. Ja, beziehungsweise wenn nicht der Rock nicht sowieso einer. Schon die ganze Zeit wie bei Mutant Gamer gerade nach oben fliegt, von alleine. Das ist auch genau der richtige Name dafür. Der Zauber kam von Lini, der Verliebtheitszauber. So, Franzi, nix da. Ah, die hat dann... Ach, der Käfig, okay, alles klar. Blockt einfach mit... Das ist bei euch, glaube ich, noch auf E-Gang zu nicht. Da. Aber jetzt aufs nicht mehr. Maul. Haben die ein Schild oder was da mit los? Der blaue Balken? Mit Steuerung kannst du blocken. Genau. Ja. Aha. So, jetzt aber nicht mehr. Nix da, Franzi. Du, leider musst du jetzt sterben. Herr Rumpel, da sind Nein! Sie. Nein! Habe ich die noch gekriegt, die Franzi, oder nicht? Nee, glaube nicht. Die lebt noch? Die hat doch nichts mehr. Die hat noch nichts mehr. Oh, verdammt. Das heißt ja nichts. Franzi... Da läuft sie.
Franzi hat eine Fähigkeit, ich glaube, das ist der Q-Skill, da kann sie sich unverwundbar machen. Unverwundbar machen, genau. Lara hat Rambo umgebracht und Rambo hat Mina umgebracht, aber... Ich glaube, ich habe sie runtergeschubst. Ja, aber du hast sie umgebracht, nachdem du gestorben bist. Das ist sehr merkwürdig. Weil ich sie runtergeschubst habe, ja. Der Fall war länger als mein Tod. Sorry, Franzi, der musste jetzt sein. So, verlieren wir gerade oder was? Nee, wir gewinnen. Wir haben 60 Punkte noch, dann haben wir gewonnen. Das wir gewinnen noch gar nicht. Ich möchte mal eine Offensive von eurem Team sehen, Rambo. Jessica, bleibt da weg. Nee. So, hier kommt... Nee. Ich muss nochmal durch. Lini, hast du den Charakter gewechselt? Das warst du nicht gerade jemand anders. Aber diesmal kam kein Liebeszauber. Ja, denk mal drüber nach. Ja. Lini hat mich gewechselt, sie macht den Liebeszauber. Sehr schön. Gut gekontert. So, Franzi. Das sieht nicht gut aus, Kill! Und jetzt Einnahme, Steuerung. Capturing is available. Jawoll! Wo seid ihr denn? Ganz hinten, ganz unten? Ja, bei euch, im Spawn. Drin. Wir machen Spawn-Kills. Victory! Ach so, ach Mensch. Aber, also ich find's sehr lustig. Also mir macht Spaß irgendwie. Ja, ich auch. Moment, bekommt man hier auch Erfahrungspunkte, das finde ich sehr gut. Ja, genau. hier gibt es nämlich tatsächlich, wir machen ein Rematch, oder? Eins können wir noch, oder? Ja, mit, Rematch. Wir machen sozusagen hier ein, es gibt Passwörter und damit können wir uns natürlich auch in der Community alleine zum Kampf fordern. Und wir kriegen diesmal Erfahrungspunkte, das ist natürlich sehr gut. Ja. Ich mag ja meinen Charakter. Vor allem... Kann man theoretisch gesehen, wenn man ein bisschen durch Google selber Server erstellen. Was ich noch nicht so richtig benutzt habe jetzt in der letzten Partie, ist der, ich gehe jetzt schon mal in die Mitte, ist der Alt-Angriff. Den gibt es ja noch, also es, man hat sozusagen zwei Special-Angriffe und noch zusätzlich einen Alt-Angriff. Und ich glaube, ich fliege gleich vom Server. Oh, warum? Warum? Ich habe irgendwie... halbe Standbild, ich sehe halt die ganze Burg und sowas, aber ich heiße sie meinen Char nicht. Ich sehe einfach nur dieses eine Bild, kann meine Maus bewegen, komme ich ins Hauptmenü gar nicht. Oh nein, ohne dich gewinnen wir nicht. Doch, Lara ist da. Meinst du, kann das auch? Sehr gut. Ja, dann so, wir haben noch gar nicht über dich gesprochen, Jesse. Wer bist du, was machst du? Ich bin Jessica. Ja. Wer hätte das gedacht? Ich bin 18, wohne derzeit in Augsburg, komme eigentlich aus Rosenheim. Mach eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Oh, bist du damit schon in irgendeinem Krankenhaus auch tätig? Oder machst du so praktikummäßig irgendwie schon was? Nee, ist im Klinikum Augsburg dann direkt. Einfach wieder 6 Wochen mal Einsatz, dann wieder Schule und dann wieder Einsatz, also Blockunterricht. Immer auf verschiedenen Stationen dann. Na, Lara, hier bleiben. Hier bleiben. Auf welcher Station? Also ist das da, gibt's da irgendwie. Meine Herren, hier, was ist denn bestimmte los? Bestimmte Stationen? Also bis gestern war ich auf der Onkologie. Oh, das ist natürlich hart irgendwie, ne? Für Kinder und also die Kinderonkologie ist doch immer eine echt harte Sache eigentlich, psychologisch jetzt auch, oder nicht? Man stellt sich's, glaube ich, schlimmer vor, als wenn man das einfach mal sieht. Also ich habe mich an meinem ersten Tag auch sehr gewundert, wie gut Kinder damit umgehen können. Wenn dann so 3-4-Jährige einfach über die Station laufen, als wäre nichts. Aber verstehen die das oder verstehen die das nicht? Das ist die Frage. Das kann man eigentlich nicht beantworten. Au. Schwierig zu beantworten, ja, schwer zu beantworten. Aber also ich stelle es mir jetzt für dich, sag ich mal, als Krankenschwester stelle ich mir das halt auch hart vor. Oh, Armor Break. Also was mich jetzt ein bisschen beschäftigt hat, war ein Mädchen, das ich halt von Anfang an mitbekommen habe. Und dann halt doch zu sehen, wie es ihr einfach immer schlechter geht in der Zeit. Glaube ich. Ich glaube, da muss man einfach, es kommt wahrscheinlich über die Zeit, dass man halt das alles nicht allzu persönlich nehmen muss, dass man das zwar merkt, dass es alles irgendwie ziemlich blöd ist, aber darf man halt nicht an sich persönlich selbst heranlassen. Ja, genau. Die Linie darf ich nicht einkerkern. Tut mir leid, Dual Parksplatzschild, die lasse ich jetzt mal in den Käfig drin. Die Linie, die kann sich aus meinem Käfig hinausporten. Das ist natürlich unangenehm. Bringt nichts, wenn mehrere die Punkte einnehmen? Doch. Nee, es bringt nichts. Nicht? Geht das nicht schneller? Es ist,
Es ist einfach nur so, man kann halt auch mit einigen, weil sollte der eine halt gestört werden, kann der andere halt gleich an dem Punkt weitermachen. Aber wir können die anderen lieber verteidigen und die Angreifer beseitigen. Ja, genau. Das stimmt. So, also habe ich nur gerade so auf dem Chat scheint das ja nicht, das war nicht meine Weisheit. Aber also ich stelle mir das insgesamt hart vor. Hast du schon mal in anderen Bereichen auch gearbeitet oder ist das das erste Mal, dass du da unterwegs bist? Nee, ich habe auch schon chirurgiemäßig gearbeitet, allgemein Pädiatrie, so ganz normale. Was macht man denn in der Chirurgie als, wie sagt man da, Azubi, Praktikant, Lehrling, Student? Eigentlich genau das Gleiche, was man als Krankenschwester macht, nur dass wir halt einige Teile jetzt nicht machen dürfen, wie Sachen, intravenös spritzen und das Ganze. Muss halt immer unter Aufsicht sein, aber so wird sich genau gleich um die Kinder gekümmert. Kann man jetzt eigentlich keinen großen Unterschied zu den normalen Schwestern dann sehen. Okay. Aber du bist nicht, wenn das heißt Chirurgie, für den Laien, klingt das immer nach direkt in der Operation, bist du da auch dabei oder ist das dann eher auf der Station einfach? Es ist eigentlich Vor- und Nachversorgung. Okay. Sehr interessant, muss ich sagen. Ich finde das immer super, wenn man mitkriegt, wie was die Leute aus der Community alle so machen. Ach, das ist der Rumpel, hallo. Vor allem, wenn du dann genau die Aufnahmetermine dann hinsetzt, wenn ich Spätschicht habe. Und der ist er weg, runtergefallen. Ja, stimmt. Ich falle auch. Jawoll, ich sehe dich sogar. Da habe ich Ari 10 Minuten hingehalten, damit du noch drin bleibst, damit ich zusammenscheißen kann. Ja, na, stimmt, natürlich. Daran kann ich mich erinnern. Das kann man natürlich nicht vermeiden, dass es hin und wieder mal dazu kommt, dass irgendjemand nicht mitkämpfen kann. Gecko, hörst du auf? So. Oh, die nehmen unseren Schrein ein. Das läuft nicht mehr bis Messer für mich. Anscheinend, uns. Ja. Bist du denn jetzt drauf eigentlich oder nicht? Nö, ich habe immer noch das gleiche Bild, ich komme auch nicht raus. Oh. Du kommst auch nicht raus, dann starte doch einfach nochmal neu. Ja, muss ich schauen. Du das nimmst es auch überhaupt gerade nicht mit. Ist auch doof. Wenn du es nicht. Aber daran liegt das natürlich jetzt, Jessica, dass wir verlieren gerade und der Rahmschnitzel so viel XP macht wie ich in meinem. Ich will doch auch mal gewinnen. In der ganzen Laufzeit. Nee, ich finde es ja auch gut, ihr gewinnt momentan auch übrigens. Ihr liegt 200 Punkte vorne. Also kann man oben ja schön sehen. Ja. Da ist er. Ich will doch einfach nur einmal was auslösen hier. Das gibt's doch nicht, ey. Ich kann überhaupt nichts machen. Wenn drei auf mich einhauen, dann kannst du nichts machen. Nee, ist echt so. Ich drück dann immer noch ganz oft Shift, damit ich mich entweder wegblink mit dem Einschau oder unsichtbar werde. Genau, Shift muss ich auch unbedingt noch. Ich kann nämlich mit meinem Charakter durch die Charaktere hindurch fliegen. Das ist eine Fähigkeit. Aber generell muss man sagen, bei diesem Spiel, das scheint am Anfang relativ einfach zu sein, ist es aber eigentlich nicht, finde ich, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich relativ schwierig. Und vor allem die Kombos hinzufügen. Ja, jetzt ist der Server halt voll. Ah, okay. Dann sprichst du einfach so mit, kannst du dich mehr auf die Moderation konzentrieren. Yay, herzlich willkommen. Genau. Was ist denn eigentlich hier so Kinder- und Onkologie oder beziehungsweise jetzt momentan Onkologie, aber generell, wie sieht es denn aus? Ist da sowas wie Let's Play auch ein Thema? Also kennen die so Gronkh und Sarazar und sowas? Oder ist das eigentlich, weil ich kann mir vorstellen, dass man gerade in der Onkologie oder eben im Krankenhaus doch irgendwie das Bedürfnis nach Diversifikation oder Diversität irgendwie da ist, nach Unterhaltung. Ist sowas da Thema oder nicht so? Habe ich jetzt noch keinen mitbekommen mit Let's Plays. Aber teilweise dann halt doch, wenn irgendein Kind gerade über ein Spiel redet oder sowas, dann kann ich halt doch schon mit einsteigen, was halt dann doch ein bisschen lustiger ist. Dann bist du die coolste Krankenschwester auf der ganzen Station. Natürlich. Ja, da setzt man sich ja jetzt auf Chirurgie, also man hat halt nicht so zwei Jungs ins Zimmer reingesetzt und über PCs und Spiele und das alles geredet. Das war ganz lustig. Ja, sehr gut. Ich hatte das, glaube ich, zwei oder dreimal, dass ich mit dem Bus gefahren bin und da haben sich dann irgendwelche Jugendliche oder halb Kinder noch wieder plötzlich Namen wie Gronkh und Sarazar und ich dachte mir, hi, die kenne ich. Will man immer hingehen und sagen, ey, übrigens, die kenne ich, die zwei, ich bin auch Also meist, also kommt immer auf die Menschen an, ob ich da hingehen will oder nicht. Natürlich. Oh, das also ist dann schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Oh, wie blockt man nochmal? Steuerung. Oder mit E. Versuche ich, aber es geht nicht. So, hier. Nee, so. Lara. Mein F-Skill, den finde ich ja super eigentlich.
Nur ja, nee, Steuerung. Nein, ich hab's auf Steuerung liegen. Es ist E sonst. E? Ah, deshalb. Ja. Deshalb. Ich hab's umgelegt, weil das Einnahme habe ich jetzt auf E und Steuerung. Da ist die Franzi und versucht hier das Ding einzunehmen. Ja, sieht ganz gut aus. Also ist jetzt eigentlich genau umgekehrt hier die Punkteverteilung. Ja. Das liegt alles nur an der Jessie natürlich. Ja. So, natürlich. Tut mir leid. Natürlich. Tut mir leid. Kill. Oh ja. Oh ja. Aber jetzt geht's gerade los hier. So, ich muss mal hier das Ding einnehmen. Oh nein. Jetzt greifen sie mich wieder an. Der Duchi. Durchi. Durchi. Kommt das von durch sein? Schreib doch mal im Chat. Du bist jetzt eh tot gerade. Was in der Zeit. So, wieso kann ich denn... Ach so, ich kann... Ah, verstehe. Man kann sich auch heilen übrigens an den... Oh. Entweder man... Sehr gut. Gerade ist... Was gemacht? Nee, dein Komplementär, also du, der den gleichen Charakter hat wie du, dieser Mönch von, den, von uns, der ist halt irgendwie mal einfach aus der Basis raus und direkt ins Loch gesprungen, freiwillig. dann kriegst du Achievement Suicide. Das hätte mir auch passieren können. Das habe ich auch schon bekommen mal, ja. Sehr gut. Jetzt immer schön, wenn man belohnt wird, wenn man sich selber auf möglichst sinnvolle Art selbst umbringt. Ja. So heilen kann man sich entweder, man sammelt die Pillen auf oder nimmt einen Punkt ein. Oder es gibt auch... Oh, Victory. Shit. Es gibt auch Tränke und sowas, ne, aber die sind kostenpflichtig, soweit ich das mitkriege. Man bekommt ja immer nach jedem Spiel so ein paar Münzen. Franzi hat es, glaube ich, gemacht, sie hat sich für 200 Münzen hat sie sich so ein Package gekauft und da bekommt sie für jedes Spiel, das sie beginnt, halt 3 Tränke. Ah, okay. Verstehe. Aber die bringen anscheinend nicht sehr viel. Die heilen genauso viel wie so eine Pille, die am Boden liegt. Ah, verstehe. Na gut, wir sind hier in dieser Folge mal durch und wir werden gleich natürlich ein Rematch machen mit anderen Leuten und vielleicht mit anderen Themen. Dieses Thema fand ich sehr interessant. Ich finde es sehr cool, was du da machst. Und genau, bis demnächst, würde ich sagen, oder? Was sagst du, Rahmschnitzel? Als ja, das klingt gut. Ja, passt. Dann habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschö. Ja, ciao. Tschüss.